Ich lese aus meiner Reihe. Ich sage aber nicht, welche ich nicht lese, ich lese nur den hier. Falk zurück im Abenteuerchen, Single-Leben, Falk erlebt wieder Abenteuer. Abenteuer 74, ein U-Bahn-Flirt oder die armen, armen Seidenrauben. Katze. Katze. Sag ich zu der hübschen jungen Frau, die mir im U-Bahn-Waggon gegenüber sitzt. Sie reagiert nicht. Also sage ich es gleich nochmal. Diesmal nicht nur so dahin gezischelt, sondern klar und deutlich und laut. Katze! Dabei schaue ich ihr direkt in die Augen, keinen Zweifel lassen, dass sie gemeint ist und niemand anders. Entschuldigung? Was? Sagt sie. Im Gesicht so etwas zwischen verlegenem Lächeln und verwirrtem Grinsen. Katze! Wiederhole ich mich und deute mit der Hand auf den grauen Fellbesatz an ihrer Jacke. Das ist Katze! Nein, stottert sie und wird rot. Das ist Kaninchen. Quatsch! Kaninchen! Sieh mal von hier! Erwidere ich, greife über den Gang hinweg, befühle den äußersten Rand des Fellkragens. Katze! 100%! Ganz gewöhnliche Hauskatze! Felis dominis vulgaris! Miau, miau! Verstehen Sie? Das, was da Ihre Jacke ziert, das hat früher mal Mieke, Spell, Gitti, Betsy, Paule, Mieze, Tiger, Tom, Silvester, Briska, Luzi, Schneeflocke oder auch Felix geheißen. Die junge Frau ist ganz bleich im Gesicht. Wissen Sie das nicht? Jedes Jahr verschwinden in Deutschland um die 60.000 Hauskatzen. Was meinen Sie denn, was mit ihnen geschieht? Also diese 50.000 bis 60.000 Katzen werden hier von der Straße weggefangen, von der rumänischen Katzenfängermafia. Und während ihre Besitzer noch handgeschriebenen Zettel mit »Wer hat meine Katze gesehen?« in Supermärkten und an Bushaltestellen aufhängen, da sind ihre Haustiere schon längst auf dem Weg nach China, in die Provinz Hebei. In Dahing, dem internationalen Zentrum der Katzenfellproduktion, werden die Tiere dann geschlachtet und gehäutet. Während das Fleisch für den lokalen Markt gedacht ist, werden die Felle für die Weiterverarbeitung aufgearbeitet, gefärbt und ja, finden dann irgendwann, also spätestens mit der nächsten H&M-Kollektion, den Weg zurück zu uns. Sie verstehen schon. Das Kaninchen. Pavalapap. Laborkaninchen. Laborkaninchen ist das, womit ihre Stiefel gefüttert sind. Kleine, weiße, kuschelige Hopser mit niedlichen Stupsnäschen und großen, traurigen Äuglein. Süße, flauschig-weiße Laborhäschen, mit denen man die Waschkraft des neuen Megaperl Superkraft Plus getestet hat. Der jungen Frau treten die Tränen in die Augen, was mir leid tut, weshalb ich dann auch sage, stehen die mal ganz fantastisch, die Stiefel. Und die Jacke auch. Passt übrigens ganz toll zu dem Halstuch. Ist das Seide? Nein. Er macht die Frau und springt auf. Der Zug hält und sie steigt aus. Da rufe ich ihr noch nach. Aber nett, mit Ihnen geredet zu haben. Nur zu gern hätte ich mich mit ihr noch über die Seidenraum unterhalten. Dankeschön. Tschüss.